weiß gar nicht, ob man Champagner riecht. Ich tue einfach mal so, als ob. Okay. Ja, wie erwartet, sehr lecker. Irgendwie ein bisschen nach Apfel. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber den würde ich auf jeden Fall schlucken. So, hi. Wir probieren jetzt Champagner von Procapier. 100% Terroir. Ein richtiger Schambus. Alle, wenn man selber sagen kann, ne? Schönes, lichtes Etikett. Der Aromatiker. Gar nicht so alt und reif, wie man manche Champagner kennt. Eher ein bisschen frisch, fruchtig. Zweiter Schluck, also schlucken. So, wir haben hier einen Champagner. So. Wie riechen? Ja, hat was Herbes. Ich finde so ganz, ganz klassische Pfirsichnoten hat er mit drin, aber nicht zu aufdringlich. Wir probieren mal. Ja, also er hält, was er verspricht. Ist nicht zu extrem, ist ganz leicht auf der Zunge. Der Geschmack bleibt, ist ganz angenehm. Ich glaube, als Aperitif fände ich ihn aber ganz gut. Sehr angenehm, schön. Und auch nochmal auf die Flasche zu kommen, ganz kurz. Das Etikett ist, naja gut, dafür, dass es ein Champagner ist, erwartet mal vielleicht mal ein bisschen mehr oder vielleicht ein bisschen was Ausgefalleneres. Dafür finde ich ihn ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Finde ich ihn ehrlich gesagt ein bisschen zu lame. Also ja, könnte man mehr erwarten. Aber ich finde ihn gut, der wird geschluckt.